Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute stelle ich euch den Lua Maya Schmuck-Adventskalender vor. Der befindet sich hier auf Erwin und möchte gerne ausgepackt werden. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Da gibt es eine kleine Geschichte zu, denn letztes Jahr haben die ja ihren ersten Adventskalender rausgebracht und war nicht so. Also war, hätte besser sein können. Daraufhin habe ich auch einen Anruf bekommen und habe sehr, sehr lange auch mit der lieben Kascha telefoniert. Und ja, da wurden tatsächlich die Kritikpunkte angenommen und es wurde gesagt, wir machen den nächsten Adventskalender definitiv besser. Deswegen bin ich sehr gespannt. 179,90 Euro kostet der und ihr könnt mit dem Code CLAUDIXMAS 10 Euro darauf sparen. Der Vorverkauf startet am 18.08. um 10 Uhr und ihr könnt ihn in eurer Farbwahl nehmen, wie ihr möchtet. Das heißt Gold, Silber, Roségold gibt es den. Und ich bin wirklich gespannt. Der soll über 800 Euro wert haben. 4 Schmucksets sollen drin sein, keine Haaraccessoires. Ich werde mich sehr darüber freuen. Und ich bin einfach gespannt, Leute. Er ist wunderschön angekommen. Also die Verpackung war schon sehr schön. Der war so in Seidenpapier eingewickelt, da waren so Glitzersteinchen quasi auch mit bei und er sieht schon mal richtig edel aus. Also ich mag ja dieses Blau-Gold total gerne und es sollte auch edel sein, denn wenn man 180 Euro bzw. 170 Euro bezahlt mit meinem Code, dann sollte das schon eine feine Kiste sein. So schaut er von innen aus. Wir haben Boxen, der schließt magnetisch und ich bin gespannt. Es wird uns auf jeden Fall eine Weihnachtszeit voller Erinnerungen und Magie gewünscht. Ich finde es auch ehrlich gesagt mega schön, dass wir dieses Jahr hier diese Sprüche, ich glaube, auch wieder drauf haben. Ich meine, letztes Jahr hatten wir das auch. Be kind to yourself auf der Box Nummer 1. Und die Schmuckstücke, die hier drin enthalten sollen auch jahreszeitenorientiert sein. Ich habe die Farbe Gold jetzt bekommen. Und dann schauen wir uns das mal an. Das ist immer in so einem wunderschönen Organza-Säckchen. Ich persönlich mag auch sehr gerne das Lua Maya Logo, was wir hier auch zum Beispiel an der Kette mit dran haben. Und ja, genau, so schaut dann die erste Kette aus. Da haben wir so einen Nordstern. Und ich hatte ja letztes Jahr auch gesagt, Mensch, die Schmuckstücke sind ein bisschen zu kurz vielleicht, sei es bei den Armbändern oder bei den Ketten. Hier startet das Ganze schon mal mit einer richtig schönen langen Kette. Bewertet wird natürlich hier vollkommen neutral, also ganz egal, ob ich ein Produkt zugeschickt bekomme oder nicht. Ich sage da schon meine ehrliche Meinung zu, ne? Und ja, bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. I can and I will. Ich kann und ich will mit, oder ich möchte, am 2. Dezember. Übrigens, was ich auch noch sagen wollte, ich habe jetzt hier zwar keine bezahlte Kooperation oder so, aber ich möchte euch ja gerne was zurückgeben. Das heißt, in diesem Video kann einer von euch einen selbstbefüllten Adventskalender gewinnen. Das ist vor allem so Beauty, aber auch ein bisschen Schmuck, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Genau, denn ich möchte euch in der Weihnachtszeit im August auch gerne was zurückgeben. Wunderschöne Kreolen, auch hier. Ich höre es halt oder ich sehe es halt, ne? Es wurde wirklich mein Video geschaut und es wurde darauf geachtet, dass die Schmuckstücke auch wirklich jedem passen. Das sind Kreolen, die sind richtig schön groß, auch für meine wirklich sehr voluminösen Ohrläppchen sehr gut geeignet. Die sind schlicht und das mag ich gerne leiden. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, Enjoy the Now, genieße das jetzt. Ich lese jetzt nicht alle Sprüche vor, ne? Das könnt ihr dann selber entdecken, wenn ihr den Adventskalender euch bestellt. Und hier haben wir ein Armband, glaube ich, drin. Hier haben wir so ein Schlangenarmband. Und da muss ich gucken, weil ich meine Armhaare nicht rasiere. Meistens ist es genau bei dieser Art von Armkettchen oder Ketten generell, dass meine Haare sich darin verfangen und es wehtut. Ich trage generell sehr wenig Armbänder. Das hier ist jetzt ein Infinity-Armband, was ich auf dem Rossmann-Event bekommen habe. Das ist festgeschweißt, das geht nicht wieder ab. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie demnächst mal ein Armband habe, dass ich dann quasi euch auch die Länge zeigen kann. Aber ich sehe definitiv, dass wir hier auch ein längeres Kettchen dran haben, dass auch viele ja, Armumfänge das tragen können. Ne? Das ist bei mir auch wirklich wichtig, weil ich habe keine dünnen Ärmchen. Hier haben wir eine sehr kleine Nummer 4. Ja, hier haben wir so Charms drin. Das sind, also auch in diesem Organza-Säckchen, das sind halt ja so die Pieces, das wurde mir halt erklärt, die Lua Maya halt bei sich im Shop hat. Gut, wenn es nur 2, 3 davon hier drin sind, dann sage ich auch nichts, dann ist alles vollkommen in Ordnung. Die sehen auch wirklich total fancy aus. Also du hast hier so ein Plättchen, was irgendwie platt, also ein plattes Plättchen, was quasi in der Mitte dann nochmal so ein bekommen hat. Und das ist auch schön schlicht. Sowas kann man dann zum Beispiel hier auch an die Kreolen dran machen oder du kannst es auch an eine Kette dran machen, wie du möchtest. Ne? Finde ich auf jeden Fall sinnvoll und schön und das kann man machen, wenn man sowas halt, wie gesagt, nicht allzu oft drin hat, weil ich möchte hier vor allem Schmuck drin haben für generell haben.
sehr opulent und groß ist die Nummer 5. Der 5. Dezember kommt uns jetzt hier ein Tag von Nikolaus entgegen. Und hier haben wir wieder ein Kettchen, wollte ich gerade schon sagen, was auf jeden Fall sehr gut zu den Charms passt, die wir gerade drin hatten. Und da haben wir nämlich auch dieses plattgedrückte Plättchen. Auch hier scheint es eine Länge zu sein, die wirklich, wirklich auch mir passen wird, ne? Und das mag ich gerne leiden. Also das ist eine gute Länge. Ich kann ja mal gucken. Ist auch so eine Art von Kette oder eine Ketten, wie nennt man das? Also Unbox Butterfly Nicole, die kannte sich damals so gut aus mit verschiedenen Kettengliedern und hast du nicht gesehen. Das hier ist so geswirlt. Das hat ein bisschen wirklich Ähnlichkeit mit meinem Armkettchen, was ich hier habe. Wenn ich mir das jetzt umlege, inklusive einem Rampampam, scheint das eine gute Länge zu haben. Das heißt, es wird eine Kette sein, die mir ungefähr hier sitzt. Ne? Also so nicht im Ausschnitt, sondern über dem Ausschnitt. Also für mich persönlich eigentlich echt eine perfekte Länge. Und richtig gut, du hast hier verschiedene Verstellmöglichkeiten, na, wo man das halt auch einrasten lassen kann. Ne? Das sieht man hier. Es sind mindestens 3, wenn nicht sogar 4, wenn man hier unten direkt am Charm das auch noch macht. Am Charm, am Logo. Übrigens sehr interessant, dass wir jetzt am 5. Dezember eine Kette drin hatten, denn jetzt haben wir ja Nikolaus, den 6. Dezember. Da bin ich gespannt, was sie sich dort überlegt haben, wenn der darf wirklich auch ein bisschen was Besonderes sein. Hier ist auch eine Kette drin, das gefällt mir. Ich meine, online stand auch, dass da irgendwie 8 Ketten drin sind, mega geil. Meine ist jetzt ein bisschen vertüdelt, die hat auch wieder dieses geswirlte, ach, das hat sich aber schnell wieder enttüdelt, gar kein Problem. Und so sieht die Kette aus. Das ist auch wieder eine Plättchenkette. Da muss ich mir gleich angucken, was auf dem Plättchen drauf ist. Das seht ihr jetzt vor mir. Die scheint auch schön lang zu sein. Das finde ich toll. Oh, das scheint die Frühlingskette zu sein, denn da sind so Hibiskusblüten drauf. Wie schön. Und auch das Material, es fühlt sich sehr gut an. Und auch die Schmuckstücke, die ich vom letzten Jahr behalten habe, die sind schon echt, die sind gut. Ne? Hier steht auch drauf, dass es halt wasserresistent ist und so. Also nicht nur wasserfest, sondern wasserresistent. Der 7. Dezember. Ich finde es so toll, wenn Firmen auch wirklich, ich sortiere hier gerade ein bisschen, ne? Wenn Firmen auch die Videos von den YouTubern, den Content-Creatern oder wem auch immer schauen und sich das zu Herzen nehmen, wenn die sich Kritik von den Zuschauern auch generell zu Herzen nehmen. Denn die lesen sich dann auch wirklich die Kommentare durch. Also gerne, grundsätzlich bei Adventskalendern, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich rufe ja auch immer wieder dazu auf. Hier habe ich einen Earcuff drin. Ich habe das jetzt so oft schon gesehen bei Nicole Chiquitas Place, bei Sarah Isabel. Das sieht so gut aus. Ja, das kann ich tragen, wenn ich halt meine Haare geschlossen halte. Ich habe halt sehr große Ohren, aber es hält doch einigermaßen. Also wenn ich den hier quasi dran mache, das muss man ja nicht hier oben machen, sondern das macht man ja meistens dann hier an der Seite, ne? Dann sieht es auch süß aus. Doch, doch. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das ist hier nämlich auch während unseres Telefonats die Zahl gewesen, die ich mir gewünscht habe, dass sie mir gezeigt wird. Denn da hat Sammy Geburtstag und ich finde einfach, die 8 ist immer ein ganz spezieller Tag. Da haben wir so coole Kreolen drin. Auch die scheinen eine richtige Größe zu haben und das ist für mich der Frühling. Ne? Wir haben hier diese Blumen dran, das ist speziell, weil wir haben zwar hier diesen schlichten Schmuck auch mit dabei, aber wir haben hier auch so spezielle Schmuckstücke drin. Das möchte ich in einem Adventskalender auch sehen. Ich möchte nicht nur Basic-Sachen sehen, die ich so oder so schon zu Hause habe, sondern ich möchte auch so ein bisschen Inspiration bekommen, ob ich wohl ein Eimer bin. Ich habe euch eben bei der 6 die 9 vorgestellt. Das heißt, die Kette kommt hier runter und habe hier eigentlich jetzt die 6. Gut gemacht, Claudi. Ja, das ist halt, ne, wenn es hier 24, 25 Grad draußen sind, ist es unter dem Hut, glaube ich, 50 Grad. Dementsprechend ist es okay und das ist eine richtig geile 6. Also ja, abgefahren. Hier sind wir auch wieder bei abgefahrenen Ohrringen. Tut mir leid, ich habe hier so ein bisschen was vertauscht, ne? Aber das ist die 6. Finde ich geil. Also das sind halt so richtige Statement-Ohrringe. Feier ich. Finde ich richtig, richtig cool. Das ist so offen ein bisschen, ne? Aber das ist halt etwas, was ich so noch nicht habe. Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Wurm. Ja, finde ich das schön? Ja, definitiv. Also für mich ist das sehr, sehr schöner Schmuck. Es ist intensiver Schmuck und ich feiere das. Also das fühlt sich auch gut an. Wertig, aber jetzt nicht zu schwer, dass ich jetzt irgendwie meine Ohrläppchen bis zum Bauchnabel gezogen bekomme, ne? Im gewohnten Flow wird es jetzt hier mit der Nummer 10 weitergehen. Sorry für die Verwirrung. Oh, das sind praktische Ohrstecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sowas ständig, ich kriege sowas aber auch ständig verloren. Das sind einfach so kleine Perlen und ich persönlich trage die super gerne in meinem zweiten Ohrloch. Ne? Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Bei mir sieht das im ersten Ohrloch nicht so schön aus, weil wie gesagt, hallo, dankeschön, weil wie gesagt, meine Ohren sind halt echt nicht klein. Ne? Aber hier habe ich noch auf der rechten Seite ein zweites Ohrloch.
Für die linke Seite habe ich mich damals nicht noch getraut und das habe ich bislang noch nie, also ich habe mich immer noch nicht getraut und jetzt lasse ich einfach die Asymmetrie laufen und da kommen halt super gerne solche Ohrstecker rein. Finde ich sehr hübsch und hier finde ich auch, dass die Perle sehr, sehr schön gemacht ist. Also ihr habt es ja eben schon gesehen, ne? Sehr, 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 sehr nice. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Ja, mit Armkettchen drin. Ich werde es jetzt safe nicht zukriegen, weil ich halt ich bin, ne? Aber guckt euch das mal an. Die haben drauf geachtet, wie schön. Du hast hier drei verschiedene Verstellmöglichkeiten und im letzten Adventskalender war halt nur bis hier und dann war Schluss. Und jetzt haben die hier noch zwei weitere dran gemacht. Also vielen, vielen Dank, Lua Meyer. Die haben echt zugehört. Das ist nicht selbstverständlich. Ich würde mir das jetzt sehr wahrscheinlich aufs zweite Loch machen. So sieht das übrigens aus, das Armkettchen. Das habt ihr eben noch gar nicht gesehen, ne? Das sind halt so, Perlen, also nicht Perlen, sondern einfach so kleine Kugeln, die dann in der normalen Kette so eingearbeitet wurden. Halbzeit, die Nummer 12. Oh, das ist ja mal ein bisschen opulenter. Ich glaube, das war auch eine der Sneak Peeks, die hatten. Das ist eine Kette. Oh ja, das ist schön. Guckt euch die mal an. Das ist sehr, sehr schön gearbeitet und ich finde, das ist auch eine tolle Kombikette. So, ne? Dass man die sich so außen macht und innen was Filigraneres oder du nimmst die und machst dann noch eine ganz, ganz lange Filigranere so außen drum rum. Finde ich wunderschön. Und so eine Kette habe ich noch gar nicht. Das sind halt immer so ineinander verschlungene oder ineinander reingreifende so, ne, Ringe. Und das ist schön. Das passt sehr, sehr gut zu dem hier zum Beispiel, wenn man so richtig Statement-Style was tragen möchte. Also die erste Hälfte des Adventskalenders gefällt mir. Wir haben sowohl filigran als auch verspielten als auch Statement-Schmuck. Wir haben sowohl Basics als auch ein bisschen was Ausgefallenes. Und das gefällt mir. Ja, wir machen jetzt weiter mit der Nummer 13. Ich bin immer wieder happy, wenn sowas passiert, muss ich wirklich sagen. Weil ich freue mich dann einfach auch für die Firmen. Ne? Das ist für die Firma auch einfach schön, wenn die halt auch sehr positives Feedback von euch bekommen. Hier haben wir dann nochmal zwei Charms drin, die richtig gut zu der Kette aus der 1 passen. Also da kann man sich dann halt auch eine Kette, ja, oder Ohrringe, die Ohrringe entsprechend dazu gestalten. Also da haben wir auch wieder diesen Nordstern. Richtig schön. Und ich mag auch das Gold, was hier drin ist. Der 14. Dezember. Enthält Ohrringe und die können wir halt super auch mit den Charms kombinieren, genauso wie wir ja die aus der 2 schon damit kombinieren konnten. Und die sind eckig, aber halt auch so Kreolen, die halt komplett geschlossen sind. Und auch die könnten vielleicht gerade noch bei mir passen. Doch, das glaube ich schon. Die sind jetzt nicht winzig, die sind schon so groß, dass es passen könnte. Ja, das denke ich schon. Und wie gesagt, da passen halt diese Charms aus der 13 auf jeden Fall mit rein und auch aus der 1, 2, 3, 4. Ne? Die passen da auch dran, je nachdem, welche Kreolen man lieber halt zur Kombination verwenden möchte. Der 15. Dezember. Diese Sprüche sind so herzlich. Oh, ein Ring. Und was ein schöner Ring. Ich habe letztens noch festgestellt, dass meine Finger sich verändert haben. Also im Alter und nach der Schwangerschaft ist es so, dass ich zum Beispiel meinen Zeigefingerring so nicht mehr tragen kann. Und ich habe halt bei den anderen Fingern fast überall Ringe, die ich verstellbar habe. Und hier haben wir auch einen verstellbaren Ring drin. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mir den hier auf meinen Zeigefinger setzen werde. Oh mein Gott, und da haben wir so Drops. Guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Also sehr schön gearbeitet. Ich habe das auch oft bei diesen Ringen, die auch so größenverstellbar sind, dass du irgendwas hast, was so ein bisschen absteht, im Sinne von nicht rundlich absteht, sondern so eckig absteht. Und dann bleibt daran was hängen. Ich habe ja zum Beispiel auch meinen Federring und so, ne? Und das nervt, wenn ich dann meine Haare vielleicht zusammen mache oder so oder mir generell durch die Haare gehe. Und das habe ich hier gar nicht. Das ist echt schön gemacht. Klar können die Haare dann quasi sich darunter einfangen. Aber ich glaube, das ist eher nicht so, nicht so wirklich, dass es passieren wird. Ne? Ich finde den Ring sehr, sehr schön. Der 16. Dezember. Ist das herrlich, dass man hier keine Angst haben muss, von irgendwelchen Haarklammern oder Scrunchies überrascht zu werden. Hier haben wir auch wieder Ohrringe drin und richtig schöne wieder. Fühlen sich sehr wertig an und die sind so besonders. Die finde ich richtig, richtig schön. Guckt euch das mal an. Die sind im Prinzip wie so dicke Kreolen, die dann hier unten so ein bisschen platt gedrückt wurden. Ne? Also solche Kreolen habe ich auch noch nicht. Die Nummer 17, eine Woche vor Heiligabend. Auch hier haben wir wieder ein Irrkaff drin. Ja, der passt tatsächlich zu einem Ring, den ich bereits habe, den ich an meinem Ringfinger normalerweise trage. Da haben wir so ein bisschen eine Infinity angehauchte
Formung, ne? Das sieht ganz süß aus und das kann man natürlich dann auch so tragen, wie man möchte. Ob man jetzt die breitere Seite dann nach außen zeigen möchte oder die schmalere, das ist einem dann selber überlassen, je nachdem, was halt so zum jeweiligen Style passt. Die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Jetzt darf es gerne etwas festlicher werden. Und hier haben wir eine Kette drin wieder. Ja, das ist von der Kettenart her definitiv eine Kette, die bei mir so ein bisschen, wie soll ich das sagen, Haare binden könnte. Und das ist ja mal schön. Wir haben hier ein Herz dran. Und ich finde, das ist keine kitschige Herzkette. Man hat das ja öfters mal, dass man auch so Herzketten hat, wo man sich denkt, ja, weiß ja nicht. Aber das ist halt auch wirklich für Erwachsene sehr gut geeignet. Das ist auch ein schönes Herz. Das ist so ein bisschen länglicher in der Spitze, schön gearbeitet. Die Nummer 19. Auch hier, oh, ja, hier haben wir Ohrstecker drin. Die passen jetzt zu der Kette, die wir gerade hier hatten. Die sind auch echt hübsch. Also, ne, Ohrstecker, wie gesagt, für mich eher so für mein zweites Ohrloch. Im ersten Ohrloch sieht das ein bisschen verloren aus. Aber sehr, sehr schön und passend halt als Set auch mit der Kette zusammen. Die Nummer 20. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Es geht jetzt schon dem Ende entgegen, ne? Oh, hier haben wir eine Schlangenkette. Da hatten wir auch schon das Schlangenarmband hier drin. Und auch die wieder eine gute Länge, kann man nicht anders sagen. Wenn man das hier oben rauskriegen möchte, genau, dann kann man das so machen. Auch hier verschiedene Verstellmöglichkeiten. Da haben sie zugehört. Das mag ich. Ja, also wirklich auch so ein kleiner Schüsselaweng hinten dran, ne? Und die sieht so schön aus. Das ist eine schöne Schlangenkette. Die Nummer 21 fühlt sich ein bisschen schwerer an. Da haben wir vielleicht etwas schwerere Ohrringe drin. Ja, tatsächlich. Und das sind so Knotenohrringe. Sowas finde ich auch ganz hübsch, ne? Also, das ist schon sowas. Ich glaube, solche Knotenohrringe habe ich auch noch gar nicht. Doch, ich habe die in Silber, aber noch nicht in Gold. Finde ich richtig schön. Also, solche Ohrringe hätte ich auch super bei Maxim da auf dem Event tragen können. Das hätte auch richtig gut zu meinem Style da gepasst, ne? Mag ich gerne leiten. Das sind Stecker sind das. Das sind Stecker. Und die fühlen sich auch ein bisschen schwerer an. Aber wie gesagt, nicht so schwer, dass sie mir mein Ohrläppchen bis zum Bauchnabel ziehen. Das ist echt gut. Das ist schön. Die Kanten sind schön abgerundet und so. Das ist, mag ich. Also, Leute, was ist das denn hier? Ich bin ganz hin und weg. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl, fühlt sich sehr leicht an. Entweder haben wir hier dann auch wieder ein Irrkaff drin oder so. Nee, das ist ein Stecker. Oh, die passen so gut zu diesen Kreolen. Das finde ich gut. Das sind so kleine Blümchen. Das finde ich schön. Ist das ein bisschen viel Blume? Ja. Aber ich feiere das ja, ne? Also so jetzt im Sommer oder halt auch im Frühling kann ich mir das so schön vorstellen. Oder wenn man halt wirklich auch etwas kleinere Ohren hat und das etwas filigraner haben möchte, sieht das sicherlich auch solo sehr schön aus. Mag ich. Also da werden aber sicher ein paar Haare dran hängen bleiben, weil die Blumen oder die Blüten sind so ein bisschen nach außen, ne? Krass, ey. Jetzt habe ich hier schon den 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend. Und hier werden wir nochmal beglückt mit einer Kette. Da hatten wir ja auch das Armband schon zu, was ich euch eben schon gezeigt habe. Die Kette ist jetzt auch, glaube ich, ein bisschen kürzer, hat aber noch ein bisschen Verstellmöglichkeiten. Genau, die ist aufs zweite Loch gestellt und sie hätte theoretisch noch eine Länge länger. Und das ist auch eine Kette, die man sehr, sehr eng tragen sollte. Ne? Einfach, weil es passt und dementsprechend, ja, finde ich das okay. Trommelwirbel für die Nummer 24. Heiligabend habe ich jetzt hier in meinen Händen. Das ist ja riesig, aber natürlich ist es jetzt nicht ein riesiges Schmuckstück, sondern ein Säckchen hier drin. Und hier ist eine Kette drin enthalten. Das ist ja abgefahren. Das ist auch so eine nicht ganz kurze Kette. Die kannst du auch ein bisschen länger stellen. Und die ist, das ist so eine richtige Sommerkette. Die sieht nämlich aus wie Sonnenstrahlen, muss ich wirklich sagen. Und das sieht ja mal richtig crazy aus. Und hier unten dran hast du dann auch noch so ein Anhänger, so eine Perle mit dabei. Dazu passen dann auch hier die Perlenstecker zum Beispiel. Die kannst du aber sicherlich auch sehr gut hiermit kombinieren oder mit allen anderen Sachen. Sowas habe ich echt noch nie gesehen. Ist nicht so ganz mein Style, ne? Und jetzt kommen wir mal zum Fazit. Ich habe ihn jetzt komplett hier vor mir liegen. Ich wüsste jetzt aus dem Bauch heraus nicht unbedingt, welche Teile jetzt zu welchem Set gehören. Aber ich glaube, dass man die einfach untereinander auch super schön kombinieren kann, wie man einfach Lust und Laune hat, ne? Ich finde es einfach richtig toll, dass Lua Maya sich unsere Kritik, also es war ja nicht nur meine, sondern auch die, die ihr in den Kommentaren gestellt habt, sehr zu Herzen genommen hat und uns ein mega krass genialen Adventskalender dieses Jahr geschenkt hat, quasi, ne? Also, ist nicht geschenkt.
wir kriegen den für 169 Euro 90 Adventskalender, ne? Aber trotzdem finde ich, ist es sehr, sehr cool, dass die hier einfach diesen Inhalt reingepackt haben. Und wie gesagt, wir haben hier sowohl schlichte Sachen drin, als auch so ein bisschen abgefahrenere Sachen. Und das finde ich toll. Also, ja. Was meint ihr? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, weil es ist natürlich auch für Lua Maja super wichtig zu wissen, was können die gegebenenfalls fürs nächste Jahr verbessern? Was können die da irgendwie nochmal, können die überhaupt noch eine Schippe drauflegen? Was vermisst ihr? Schreibt jetzt bitte nicht Scrunchies in die Kommentare. Also ich persönlich wüsste jetzt ganz ehrlich nicht unbedingt, was ich jetzt hier als Kritik anbringen soll oder was ich als, das könnte man besser machen, nennen sollte. Deswegen seid ihr gefragt, schreibt das super gerne in die Kommentare, aber halt auch was Positives, ne? Also was ihr halt, oder wenn ihr den Adventskalender rundum gelungen findet. Ja, und da bedanke ich mich von Herzen, dass ich den Adventskalender zum Vorstellen bekommen habe und vor allem bedanke ich mich einfach dafür, dass die da drauf gehört haben. Und ja, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Link dazu reingesetzt. Wie gesagt, ab dem 18.08. um 10 Uhr beginnt der Presale und mit Claudi Xmas bekommt ihr dann nochmal 10 Euro Rabatt auf den Adventskalender. Finde ich nice, ne? Ihr Lieben, das wäre es dir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.